Was passiert, wenn ich einen Fliegenpilz esse? Nach etwa 30 Minuten bis 2 Stunden treten die ersten Symptome auf. Verwirrung, Schwindel und Müdigkeit, aber auch räumliche Verzerrungen. Bei größeren Mengen auch motorische Lähmungen, Muskelkrämpfe und Delirium. Schuld dran sind übrigens Ibutensäure und Muskimol. Das sind Stoffe, die im Pilz drin sind. Nach 2 Stunden setzt die Schläfrigkeitsphase ein, mit zum Teil lebhaften Träumen. Die Vergiftung hält in der Regel 8 Stunden an und wird durch einen tiefen Schlaf beendet. Übrigens, Todesfälle sind sehr selten und auch umstritten. Aber regelmäßiger Verzehr ist wahrscheinlich schädlich. Mit Ibutensäure und Muskimol behandelte Nagetiere zeigten zum Teil Hirnschäden.